Hallo, liebe ZuhörerInnen des House of One. Heute möchte ich anlässlich des Jahrestages des Terroranschlages vom 19. Februar in Hanau mit Imam Osman Öz, dem theologischen Referenten vom House of One, über Hass in unserer Gesellschaft sprechen. Mein Name ist Esther Hirsch, ich bin auch theologische Referentin im House of One. Wir haben das Gefühl, dass Hass in unserer Gesellschaft inzwischen immer offener zutage tritt. Ich möchte dazu gleich den Journalisten Armin Gassim zitieren. Er hat geschrieben: Es war kein Angriff auf unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung und auch nicht auf uns alle. Es war ein rassistischer Angriff auf Menschen, die aussehen, als könnten sie Muslime sein. Es war ein rassistischer Angriff auf Ferhat, Said, Hamza, Mercedes, Gürkan, Fatih, Kaloyan, Willi und Sedat aus Hanau, aus Deutschland. Wir haben festgestellt, der Täter von Hanau befand andere Völker nicht für existenzberechtigt. Das war auch genau der Grund, warum er in seinen Gedanken zu einer Shisha-Bar gefahren ist, von der er glaubte, dass er dort möglichst viele Menschen antrifft, die in seinem Weltbild nicht existenzberechtigt waren. Ja, also ich denke, dieser Mensch, der diese Tat, diese christliche Tat vollzogen hat, in erster Linie ist es natürlich ein rechtsextremistisch motivierter Tat gewesen tatsächlich. Und dahinter steckt natürlich ein völkisches Denken auf der einen Seite, die seine eigene Gruppe oder Zugehörigkeit, mit der er sich identifiziert, besser oder sieht oder von oben herabblickt auf die sogenannten anderen. Wer sind die anderen in diesem Falle? Die anderen sind in diesem Falle eben die nicht zu seinem Volk gehören, Anführungsstrichen Volk, die nicht in Anführungsstrichen deutsch sind, sondern eben Menschen sind, die er in seinem Kopf als fremd, als Bedrohung wahrnimmt. Dann ist diese Bedrohung natürlich auch geknüpft mit einem gewissen eben Hass und auch einer Moralvorstellung. Das ist ja auch das Interessante, glaube ich. Eine Moralvorstellung, mit der er seine Tat ja dann auch begründet. Aufgrund dieser Bedrohung kann er für sich rechtfertigen, in seinem moralischen Denken diese Tat tatsächlich zu vollziehen und um der Bedrohung quasi gerecht zu werden oder sie einzudämmen. Das ist natürlich etwas leider auch eben heutzutage Realität geworden im Deutschland des 21. Jahrhunderts. Nun denken ja nicht so viele Leute gleich, dass alle Muslime eine Gefahr darstellen. Aber ich glaube schon, dass sehr, sehr viele Menschen in Gruppen unterscheiden und sagen, wir Deutsche und die Muslime. Nun bist du ja Muslim. Fühlst du dich als Deutscher? Ich bin Muslim und ich fühle mich als Deutscher. Ja. Warum fühle ich mich als Deutscher? Für mich, ich bin in Bremen geboren und aufgewachsen und wenn ich an Heimat denke, dann denke ich an Bremen. Und ich kann mir keinen anderen Ort vorstellen, also auf der Welt, mit dem ich mich so sehr eigentlich auch identifizieren kann, wenn ich an Bremen denke. Also meine ganzen Kindheitsträume sind an diesen Ort geknüpft. Meine Freundschaften und mein ganzer Lebensweg, den ich bisher bestritten habe, bezieht sich auf diesen Ort und die Menschen um Bremen herum. Insofern bin ich Bremer und ich bin Deutscher. Viele Menschen sagen, der Rassismus ist angestiegen, der Antisemitismus ist angestiegen und wir können auch in der Zeitung nachlesen, es gibt wieder mehr antisemitische Taten und auch islamophobe Taten. Mir persönlich fällt es nicht auf, dass es mehr geworden ist, sondern dass es öffentlicher geworden ist, dass man wieder mehr sagen darf, sage ich jetzt mal so in Gänsefüßchen, dass es wieder salonfein geworden ist, zu sagen, das darf ich ja wohl sagen. Ich fand es sehr, sehr schön, dass Michel Abdoulaye gesagt hat, ein Journalist, der in Teheran geboren wurde, aber Deutscher ist, gesagt hat, Rassismus ist keine Meinung. Und ich finde, dass es so wichtig ist, dass wir ein paar Dinge im Alltag begreifen, was unsere gesellschaftlichen Weichen einstellt. Nämlich, dass wir alle uns auf Meinungsfreiheit berufen, aber Rassismus ist keine Meinung und unterliegt deshalb nicht
der Meinungsfreiheit. Und das sind so essentielle Dinge, die sich so in unser Alltag eingeschlichen haben. Das ärgert mich unheimlich. Also was mir dazu nochmal einfällt, ist, den Worten kann man absolut nur zustimmen. Tatsächlich, dass Rassismus keine Meinung sein kann. Also wenn man den Gedanken ja weiter denkt, dann kann man das ja auch vergleichen mit unserer Religionsfreiheit, die wir ja auch hier wertschätzen, genau wie die Meinungsfreiheit in unserem Land. Aber gleichzeitig kann auch eine Religionsfreiheit ja auch nie so weit gehen, dass wenn ich irgendwie religiös Gewalt legitimieren würde oder Gewalt gegen andere legitimieren würde, dann ist das auch etwas, was nicht mit der Religionsfreiheit eigentlich vereinbar ist. Und man darf es, ich glaube, weder denken noch sowieso so handeln. Und was die Meinungsfreiheit angeht, ist natürlich etwas, Sprache ist nicht nur etwas, was im Wandel ist, aber Sprache bestimmt auch unseren Alltag. Es bestimmt unser Miteinander, es bestimmt das zwischenmenschliche Miteinander, wird durch und durch, durch unsere Sprache geprägt, aber auch bestimmt. Und insofern sind Rassismen meines Erachtens Dinge, die man wirklich, dessen man sich bewusst sein muss, dessen man sensibel für sein muss und insbesondere Dinge, die man eben nicht einfach so sagen darf, nur weil man sich auf seine Meinungsfreiheit stützt, sondern wenn es rassistisch ist, dann ist es so und keine Meinung. Aber es ist ja nun auch das Problem, dass sich so viel in unsere Sprache schon eingeschlichen hat, wovon viele gar nicht mehr wissen, dass es überhaupt Rassismen sind und es auch überhaupt nicht so meinen. Belässt man es dann so? Es liegt in unserer Verantwortung, unsere Sprache tagtäglich zu prüfen. Unsere Sprache ist nicht perfekt und unser Umgang mit der Sprache, mit unserer Sprache, ist auch nicht perfekt und ist fehlerbehaftet. Und insbesondere Dinge, die wirklich eben Rassismen in sich tragen. Ein ganz banales Beispiel war ja auch die sogenannte Zigeunersoße. Wenn dieser Begriff, diese Soße, die so genannt wird, eben eine bestimmte Gruppe von Menschen, Sinti und Roma, diskriminiert, dann muss man da hellhörig sein, man muss das ernst nehmen und die Gefühle der Menschen ernst nehmen und aber auch gleichzeitig sich dessen bewusst sein, zu was führt die Nutzung dieses Begriffes überhaupt. Früher habe ich manchmal gehört, wenn Leute gesagt haben, das ist hier wie in der Judenschule. Ich konnte mir überhaupt nichts darunter vorstellen, weil ich dachte, ist das besonders gesittet oder besonders lehrreich? Ich wusste nicht, was damit gemeint war und habe erst zum Glück viel später festgestellt, dass es total negativ gemeint war. Und ich finde, das darf man nicht sagen. Das ist eine Beleidigung. Es ist als Beleidigung gemeint. Ich habe auch gerade erst gelernt, ich weiß nicht, ob du das wusstest, dass eben Mulatte auch ein Schimpfwort ist. Das ist so etwas, was in meinen Sprachgebrauch auch eingegangen ist und ich mir keine Gedanken über die Herkunft gemacht habe. Menschsein meines Erachtens zum Menschsein gehört, dass man eben auch sein Gegenüber eben nicht herabwürdigt. Ja? Und diese Herabwürdigung kann in verschiedenster Form sein. Das kann gesetzlich begründet sein, auf seinen sozialen Status begründet sein, aber auch sprachlich begründet sein. Und Herabwürdigung ist etwas, ja, was wir tatsächlich ja so gut wie einfach aus unserem Sprachgebrauch, aus unserem Leben einfach eigentlich tilgen müssen. Und denn es verletzt Menschen und es stigmatisiert Menschen und das ist ja das Schlimme, es bereitet einen Nährboden, insbesondere für diejenigen, die sich dann so weit radikalisiert haben, aus diesem Gedankengut heraus dann tatsächlich zur Gewalt übergreifen können oder handeln, gewaltbereit handeln können. Du hast vorhin die Religionsfreiheit erwähnt. Da fällt mir ein, wir haben in Deutschland eigentlich an jeder Ecke eine Kirche stehen, tun uns aber unheimlich schwer mit Moscheeneubauten, weil das vielleicht mehr Muslime anziehen könnte oder sie im Straßenbild stören können. Ich bin mir nicht ganz sicher, was die meisten Leute stört, dass sie Angst davor haben, dass Moscheen gebaut werden. Ist das für dich wichtig? Also ich finde, es ist wichtig und schön, dass Menschen muslimischen Glaubens den Ort, den sie für wichtig erachten, die Moschee, auch genauso wie sie ihren Glauben nach außen tragen können, auch diesen Ort nach außen tragen können und nach außen auch zeigen können. Also in welcher Art auch immer. Also natürlich kann man sich darüber streiten, ob die Moschee nun in das Stadtbild passt oder nicht oder sollte oder nicht. Aber zumindest sollte meines Erachtens eine öffentliche Sichtbarkeit sollte gegeben sein und verbunden mit einer auch Transparenz natürlich. Aber das würdigt ja auch die Menschen,
dieses Glaubens. Und gleichzeitig ist es ja auch ein, was passiert, wenn sich die Menschen eben verstecken? Was passiert, wenn man so auch seinen Glauben nicht nach außen tragen kann, als auch nicht seinen religiösen Ort, seinen Sakralraum nach außen zeigen kann, sondern sich mit allem versteckt? Was passiert dann? Also darüber muss man sich auch Gedanken machen. Und entstehen da gesunde Gedankenmuster, sage ich mal, oder eher negative, wenn sich die Menschen verstecken müssen oder versteckt halten und man gar nicht sichtbar wird? Von welcher Transparenz reden wir dann? Und wundert es dann einen überhaupt, dass irgendwelche Verschwörungen über die einen oder über die anderen zutage treten? Wenn keine Moscheen im Stadtbild sichtbar sind und wir dadurch gar keinen Zugang zum Islam haben oder der Islam keinen Zugang zur Gesellschaft, wenn kein Austausch stattfindet, wie findet diese Diskussion innerhalb der muslimischen Gemeinden statt? Also ich finde, Stichwort Austausch. Ich denke, Austausch ist die Basis von Vertrauen. Und Austausch, man könnte auch sagen Dialog, Begegnung, einander zuhören, voneinander lernen, ist meines Erachtens die Basis von Vertrauen und auch die Basis von einem friedlichen Miteinander. Und das kann nur geschehen, wenn man tatsächlich, wenn dieser Austausch ehrlich erfolgt, auf Augenhöhe erfolgt. Und diese Ehrlichkeit und dieses auf Augenhöhe begegnen ist natürlich etwas, wofür wir auch die Strukturen schaffen müssen. Und auf der anderen Seite, je mehr es Möglichkeiten gibt oder je mehr es Plattformen gibt und Räumlichkeiten oder Räume gibt, die geschaffen sind, wo sich Menschen begegnen, ehrlich begegnen, auf Augenhöhe begegnen und dieser Austausch stattfindet, desto fruchtbarer ist es auch für unser Miteinander, unser Zusammenleben und unseren Zusammenhalt. Mich ärgert das immer total, wenn ich merke, dass im Fernsehen, also in der Werbung ja sowieso nicht, aber im Fernsehen, in Filmen oder Kriminalgeschichten oder so, immer wenn Juden in einer Geschichte auftauchen, hat es immer etwas zu tun mit Antisemitismus oder mit der Shoah. Anders, so, dass Juden ganz normal leben und normale Probleme haben wie alle anderen Menschen auch und aussehen wie alle anderen auch. Und das kommt in unserer gesellschaftlichen Erzählung, kommt es gar nicht so vor. Also diese selbstverständliche Darstellung, die eigentlich in amerikanischen Filmen uns vorgelebt wird, das schaffen wir nicht. Merkst du das auch, dass es mit der muslimischen Darstellung genauso geht? Man ist ja meistens für die eigene Zugehörigkeit, ist man ja sensibilisierter. Ich glaube, die Sehnsucht nach Normalität ist etwas, was uns alle irgendwie verbindet. Es ist schade, dass der Mensch dann irgendwo reduziert wird auf gewisse Symbole oder Teile seiner Identität, wobei man dann vergisst, dass der Mensch nicht nur aus einer Identität besteht. Religiosität oder Religion kann Teil der Identität eines Menschen sein, ob jüdisch oder muslimisch, aber der Mensch besteht aus viel mehr. Aber was wir machen in der Debatte ist und was eine Schieflage ist, dass wir die Menschen reduzieren auf gewisse Merkmale von Identitäten, eben religiöse Merkmale, sei es das Kopftuch, sei es die Kippa, also wie wird jüdisches Leben dargestellt? Ist das, wie es dargestellt wird, eine gesunde Art der Darstellung oder ist es eher ein verzerrtes Bild von der Realität? Genauso auch das muslimische Leben ist auch meines Erachtens ein verzerrtes Bild da. Nur eine kleine Zahl von Frauen muslimischen Glaubens tragen zum einen das Kopftuch. Aber wenn es Teil ihrer eigenen Selbstbestimmung ist oder Teil ihrer religiösen Zugehörigkeit und Identität ist, dann hat man das auch, glaube ich, zu respektieren. Aber man darf nicht auch wieder da die Schablone über alle Muslime natürlich legen und ein Bild darstellen, so sind jetzt alle Muslime. Und das ist natürlich etwas, was meines Erachtens dann letzten Endes auch zu dem Bruch von Normalität führt. Es wird erwartet, dass jeder Muslima in ganz jungen Jahren schon quasi ein Experte ist für den Islam, als ob wir nicht schon genügend Islam-Expertinnen auf dem Markt hätten, sollen auch noch alle Schülerinnen und Schüler muslimischen Glaubens Expertinnen sein. Was ärgert dich am meisten in der Darstellung von Muslimen, wenn du hörst, was andere Menschen sagen, wenn du die Zeitung aufschlägst, wenn über jüdische Menschen geschrieben wird in Zeitungen, dass immer dazu steht, der Jüdische oder der Sohn jüdischer Eltern
oder der jüdische Nachfahr oder mit jüdischen Vorfahren. Also es wird immer irgendwie dazu gesagt, dass er Jude ist, obwohl es mit dem, weswegen erwähnt wird, überhaupt gar keinen Zusammenhang hat. Das wird nie mit Christen so gemacht. Nirgendwo lese ich der christliche Politiker, wenn er überhaupt keinen Zusammenhang hat und jetzt nicht fürs Christentum steht. Aber bei Juden macht man das schon. Das ärgert mich sehr. Ich glaube, was einen stört, ist natürlich, wenn bestimmte einfach religiöse Symbole einfach auch so aufgeladen werden, so in den Vordergrund treten, dass der Mensch dahinter einfach vergessen wird. Eine Frau mit Kopftuch kann vieles sein. Sie kann Boxerin sein, sie kann Raumfahrtsforscherin sein, wie wir jetzt vor kurzem gesehen haben. Sie kann Lehrerin sein, sie kann fernab, dass sie auch Mutter sein kann oder einfach was anderes. Also wird sie aber nur mit diesem religiösen Symbol des Kopftuches reduziert auf etwas, was sie eigentlich gar nicht alleine ist. Und dadurch verwehren wir ihr eigentlich den Anspruch eines normalen Daseins. Zumal das Kopftuch ja in allen Religionen eine große Bedeutung hat. Man kann es heute noch sehen, gerade im südeuropäischen Raum, im griechisch-orthodoxen Raum, russisch-orthodoxen Raum, bei Nonnen gar keine Frage, sowieso. Also das hat ja religionsübergreifend hat das ja eine große Bedeutung. Richtig. Das ist nicht den Muslimen vorbehalten. Also ich wünschte mir, dass Menschen einfach viel offener, viel weltoffener miteinander umgehen können. Dass man eben fernab des äußeren Erscheinungsbildes, was auch immer damit verknüpft ist an Religion, man auch weiterschauen kann. Weil der Mensch, okay, er trägt vielleicht eine religiöse Kleidung, aber dahinter steckt ja noch viel, viel mehr an Mensch. Gleichzeitig aber auch der Gedanke natürlich, nicht jeder ist unbedingt religiös, aber kann sich trotzdem oder trägt seine Religion nicht nach außen, aber fühlt sich trotzdem zugehörig zu einer Religion, zu einer Gruppe. Und ihm ist das auch wichtig. Er oder sie muss das aber nicht unbedingt nach außen tragen. Und das ist auch etwas, was man natürlich mitdenken muss. Und ich glaube, wenn auch diesen Menschen quasi ein gewisser Maß an Normalität geraubt wird und auch diese Stigmatisierung dann auch sie betrifft, dann ist es ja auch was Ungesundes und nicht Schönes. Nun gibt es ja eben diese Angst vor Überfremdung, die nicht nur der Täter von Hanau hatte, sondern die, glaube ich, vielen innewohnt. Dass das Fremde, dass das Unbekannte, haben wir zu viel Religion oder haben wir nicht genug Räume, in denen wir es kennenlernen können? Wo liegt da was im Argen, dass wir Religion nicht mehr in der Gesellschaft thematisieren? Ich glaube nicht, dass wir zu viel Religion haben. Wir haben einen ungesunden Umgang mit religiösen Themen, würde ich sagen. Also Religion wird insofern auch nochmal instrumentalisiert, als dass wir einfach die Stimmen von einer Minderheit, die wirklich vielleicht extrem ist oder extremistisch ist, auch eine Gefahr darstellen kann oder darstellt. Also wenn wir jetzt von radikalen oder extremistischen Gedankengut ausgehen unter Muslimen, auf der einen Seite, das ist eine marginale Gruppe, aber diese marginale Gruppe tritt so sehr in Erscheinung, dass das eigentliche Bild von den Muslimen dann auch verzerrt wird. Und das wird dann natürlich auch nochmal reingetragen in das Gedankengut, nährt ja auch nochmal den Boden von den sogenannten Rechtsextremisten oder Rassisten. Aus dem sogenannten Rassisten wird dann später eventuell ein Rechtsextremist. Es gab immer wieder so eine Zeiten in der Geschichte der Menschheit, in der so viel zwischen den Religionen ausgetauscht wurde. Früher waren ja auch Rechtsgelehrte und Philosophen waren automatisch auch Religionsgelehrte, weil sie lesen und schreiben konnten, weil sie sich in den Schriften auskannten und haben aber gestritten untereinander, haben sich viel mehr ausgetauscht. Also es war ein Austausch unter den Religionen, die viel dichter beieinander gewohnt haben, miteinander mehr oder weniger ausgekommen sind, aber eben in Kontakt waren. Haben wir das verlernt oder fehlen uns die Orte dafür? Oder ist das eine Folge der Säkularisierung? Ich denke, wir brauchen wieder wahrscheinlich Orte und eine Kultur des Austausches, des Streitens. Natürlich, schön, das hast du schön gesagt. Also ich glaube auch, eine Kultur des Austausches kann auch eine Kultur des Streitens sein. Eine gesunde Art von Streit miteinander ist, glaube ich, auch förderlich. Aber ebenso auch ein respektvoller Umgang in dem Austausch. Ich meine, wir versuchen es ja auch in unserem House of One
irgendwo zu leben. Und unsere Vision ist es, dass wir einen Ort schaffen, wo wir uns eben ganz nah beieinander, jeder für sich in seiner eigenen Religion leben kann, aber wo wir auch in Austausch treten und voneinander eben lernen können, seien es unsere Gemeinsamkeiten, aber auch seien es auch unsere Differenzen, im respektvollen Umgang miteinander. Ich meine, heutzutage gehört ganz, ganz viel dazu, dass wir und Religionsgemeinden als auch die Theologien sich der Verantwortung bewusst sein müssen, dass sie in der religiösen Bildung oder Ausbildung tatsächlich auch immer eine Brücke schlagen zu den anderen. Also das kann eben zu den Andersgläubigen sein, aber das muss auch sein zu der säkularen Gesellschaft, auch da die Brücke zu schlagen. Also diese Verantwortung tragen wir alle. Insofern freut es mich zum Beispiel, dass wir jetzt eingeladen wurden zu einem Seminar, das nennt sich Abrahamic Encounters an der HU von Frau Richter, der katholischen Theologie, die aber dieses Seminar institutionsübergreifend, das heißt sowohl mit der neu gegründeten jüdischen Theologie als auch mit der islamischen Theologie gemeinsam dieses Seminar gestaltet und da einen Raum schafft, auch des Austausches, des Miteinanders und wo sich eben Judentum, Christentum und Islam auch gedanklich austauschen. Das gilt es dann auch zu wahren und weiterzutragen an unsere kommenden Generationen. Es gab auch mal eine Zeit, wie du gesagt hast, auch in der Geschichte mehrere temporäre Momente, wo dieser Austausch auch ganz intensiv war und wo man sich gegenseitig befruchtet hat. Ich habe ja nicht nur das Gefühl, dass die Anzahl und die Anzeigen der antisemitischen und islamophobischen Taten angestiegen ist, sondern ich habe zeitgleich auch das Gefühl, dass sich eine größere Solidarität entwickelt hat. Es gibt viel, viel mehr Netzwerke, viel mehr jüdisch-muslimische Zusammenschlüsse, so wie die KIGA, die ja auch schon preisgekrönt wurde für ihre Arbeit, und viel, viel mehr Sensibilität füreinander. Also es gehen viel mehr Christen, Juden und Muslime und auch ganz stark hier in Berlin sehe ich das, Juden und Muslime aufeinander zu und haben viel mehr gemeinsame Initiativen als noch vor 10 Jahren. Und das gibt mir Mut. Mit Sicherheit. Also das ist auf jeden Fall etwas, was uns Zuversicht schenkt und auch Hoffnung schenkt für die Zukunft. Es kann nicht genug Initiativen geben und Plattformen geben, wo dieser Austausch und wo auch die Solidarität quasi gemeinsam auch getragen wird. Hast du schon vor 10 Jahren so viele andere Religionen gekannt? Tatsächlich nicht, also bestimmt nicht. Vor 10 Jahren war ich eher in meinem eigenen muslimischen Glauben und habe dort versucht, die Vielfalt meiner eigenen Tradition kennenzulernen und dann aber auch über den Tellerrand geschaut und Kontakt gehabt, natürlich auch zum Christentum, zu Juden, auch punktuell, aber so intensiv, wie ich es heute erlebe, sei es im House of One oder sei es auch im Berliner Forum der Religion, wo ich mich auch engagiere, wo wir auch noch fernab mit den anderen großen Weltreligionen und Weltanschauungen auch nochmal Menschen, Vertreterinnen haben. Und das ist einfach eine Bereicherung, weil man merkt da natürlich auch, wie schön und wie bunt die Welt ist. Und das ist einfach etwas, was eine Bereicherung ist, auch für mich selber. Weil es ist auch immer eine Art gewisse Herausforderung, auch in seinem eigenen Denken und Handeln, eine Reflexion und was mich auch immer wieder anregt, über mich selber auch nachzudenken. Und das ist ja auch etwas, was einen bereichert. Denn sobald man auch aufhört, glaube ich, auch über sich selber zu reflektieren und so den Weg ins eigene Innere sucht, dann ist das auch ein inneres, ich würde sagen, Verfaulen. Und das darf nicht sein, sondern es muss auch immer ein lebhafter innerer Austausch muss da sein mit sich selbst. Und das, glaube ich, wird auch angeregt durch den Dialog und durch die Begegnung mit anderen. Ich glaube auch, das muss die öffentliche Debatte viel mehr bestimmen und auch in Schulen und Universitäten schon als Stoff angelegt sein, diese Vielfalt, die Religion bietet und diese Geschichte, also dass religiöse Geschichte nicht nur mit Mord und Verfolgung zu tun hat, sondern mit Philosophie, mit Rechtsstaatlichkeit, Entwicklung. Was wären wir heute ohne die 10 Gebote? Und wenn ich auf meine
Vergangenheit zurückblicke, vor ein paar Jahren waren Sunniten und Schiiten, das war für mich der Irak-Konflikt. So, da war das verortet und ich habe mir darüber gar keine Gedanken gemacht, dass die islamische Welt viel größer ist und dass das nicht nur zwei Kriegsparteien sind, sondern dass die hier auch mit mir leben und dass das ganz andere Inhalte bedeutet. Ich glaube, das kommt viel zu kurz in unseren Ausbildungswegen, also da, wo wir Wissen erlangen können. Für mich ist auch nochmal immer so ein Motivationsanker, also aus meiner eigenen Tradition, wenn ich an diese Vielfalt in der Berliner Landschaft, sage ich mal, der Vielfalt an Religionen oder auch nicht religiösen Menschen begegne, dann ist das für mich auch immer wieder ein Moment, wo ich immer auf den Koran zurückblicke, auf die Sure 49, in der es eben heißt, dass Gott die Menschen in verschiedenen Völkern und Stämmen geschaffen hat, auf dass sie einander kennenlernen. Und dieser Aufruf Gottes, diese Vielfalt eben auch als Bereicherung anzusehen, dass das einen auch motivieren soll oder dass man sich kennenlernt, das spiegelt sich immer wieder, also wenn ich immer in diesem Dialog bin mit anderen Menschen. Und das bekräftigt mich auch in meinem eigenen Tun, in meinem eigenen Engagement, weil viel besser kann man das nicht ausdrücken, meines Erachtens. Also wenn man das irgendwie legitimiert haben möchte, auch noch göttlich. Ich glaube, das ist der perfekte Abschluss, denn man soll, im Judentum sagt man, eine Drascha, eine Rede, die man am Freitagabend in der Synagoge hält, soll immer positiv enden. Also man darf den Menschen nicht nur vorwerfen, was sie zu tun haben oder was sie falsch gemacht haben, sondern eben eine positive Möglichkeit, das Weitermachen zu eröffnen, damit sie nicht verzweifelt jetzt in den Schabbat gehen. Und ich glaube, das ist die positive Wendung, die wir brauchen. Dankeschön. Ich danke dir, liebe Esther.